Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zu Akademie am Dom Online. Es ist wieder ein Abend, in dem die Akademie zu Gast ist im Spezialkurs Ketzer und Heretiker. Ja, ich freue mich besonders, dass mein verehrter Philosophieprofessor Karl Augustinus Wucherer-Huldenfeld heute dabei ist. Er war damals, wie ich studiert habe, Kollege von Gisbert Gresshacke an der Universität Wien und Sie beide waren meine prägenden Gestalten in meinem Studienbeginn. Ja, das möchte ich eben ausdrücklich meine Freude kundtun, dass Sie heute dabei sind, Herr Professor Wucherer. Und ich darf gleichzeitig jetzt meinen Kollegen Dr. Piotr Kubasiak bitten, die Moderation des Abends zu übernehmen. Er ist verantwortlich für die Spezialkursreihe Ketzer und Heretiker und ich möchte den letzten Abend dieses Spezialkurs ihm nicht aus der Hand nehmen, sondern ihm in die Hand geben. Ja, vielen Dank. Wir schauten nicht klauen bei der letzten Veranstaltung. Auch meinerseits einen schönen guten Abend. Ich darf Sie auch ganz herzlich zu dem heutigen Abend begrüßen. Wie Herr Magister Lieserer schon gesagt hat, das ist die letzte Einheit unseres Spezialkurses Ketzer und Heretiker. Ganz kurz zu mir. Mein Name ist Piotr Kubasiak. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter bei den theologischen Kursen und bei der Akademie am Dom verantwortlich für diesen Spezialkurs und darf Sie heute durch den heutigen Abend begleiten. In der heutigen Einheit geht es um den Theologen Pelagius mit dem Schwerpunkt der Kampf für die Freiheit des Menschen. Für die heutige Einheit konnten wir einen ganz besonderen Referenten gewinnen, Herrn Professor Gisbert Gresshacke, den ich jetzt auch ausdrücklich begrüßen möchte und auch ganz kurz vorstellen. Ich weiß, dass es in dieser Gruppe gar nicht notwendig ist, aber es ist ein Gebot der Höflichkeit, die Gäste vorzustellen. Deshalb mache ich das jetzt ganz kurz. Herr Professor Gresshacke studierte Philosophie und Theologie in Münster und in Rom. In Münster wurde er zum Doktor der Theologie bei Professor Walter Kaspar promoviert. Anschließend habilitierte er sich an der Universität Tübingen mit einer Arbeit zum Thema Gnade als konkrete Freiheit, eine Untersuchung zur Gnadenlehre des Pelagius, also ein Thema, das uns heute Abend beschäftigen wird. 1974 folgte der Ruf auf den Lehrstuhl für Dogmatik an der Universität Wien und 1985 auf den Lehrstuhl für Dogmatik und ökumenische Theologie an der Universität Freiburg. Von 1998 bis 2006 war Herr Professor Gresshacke Gastprofessor an der Gregoriana in Rom, aber zwischendrin auch vielen anderen Universitäten. Unter anderem hat er die prestigeträchtige Guardini-Professor in Berlin inne. Die Schwerpunkte seines theologischen Forschens und Lehrens sind Eschatologie, Gnadenlehre und die Trinitätslehre. Falls Sie also den Inhalt des gestrigen Festes vertiefen möchten, sind da die Werke von Professor Gresshacke sehr zu empfehlen. Ich freue mich sehr auf den Abend. Ich danke Ihnen, Herr Professor Gresshacke, dass Sie bereit waren, zu uns zu kommen, den Vortrag auch online zu übernehmen. Ich freue mich sehr auf diesen Abend und herzlich willkommen bei den theologischen Kursen. Dankeschön. Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Man stelle sich einmal Folgendes vor. In einer sehr fernen Zukunft der Geschichte würde man aus irgendwelchen Gründen von Papst Pius XII. Allein durch das Drama von Hochhuth der Stellvertreter Kenntnis haben. In diesem Drama wird der Papst bekanntlich als eine feige, opportunistische Memme vorgestellt, die nicht den Mut hat, gegen das NS-Regime und für die Juden einzutreten. Kurz, wenn wir nur über Hochhuth von diesem Papst wüssten, wäre er einer der erbärmlichsten Figuren der Kirchengeschichte. Dieses Beispiel will zeigen, die Einschätzung eines geschichtlichen Phänomens oder einer geschichtlichen Person ist wesentlich geprägt von dem oder denen, die das Phänomen oder die Person überliefern. Pelagius, von dem nun die Rede sein soll, kennen wir fast nur durch übelwollende Traditionsvermittler, vor allem durch Augustinus und Hieronymus. Beide sind emotional gegen ihn voreingenommen. Beim Bischof von Hippo steht seine Reputation als führender nordafrikanischer Theologe auf dem Spiel, da seine Erbsündenlehre von Pelagius heftigst attackiert wird.
So kann Augustinus sich nicht genug darin tun, ihn zu verketzern, als einen, der das Fundament des christlichen Glaubens zerstört. In ähnlicher Weise greift Hieronymus ihn an, aber aus anderen Gründen. Er hat deshalb für ihn nur geifernde Polemik übrig, weil Pelagius in Rom in seine eigene Klientel, nämlich die Hocharistokratie, eingebrochen war. Darüber hinaus wurde Hieronymus von Pelagius öffentlich bloßgestellt, da dieser gegen eine seiner Schriften, worin Hieronymus die Ehe in den Schmutz zog, völlig zu Recht Alarm geschlagen hatte, sodass Hieronymus sich öffentlich korrigieren musste. Aus Eifersucht und beleidigter Schönheit also kennt Hieronymus nur wilde Polemik gegen ihn. Dafür ein kleines Beispiel, wörtlich Hieronymus. Er, Pelagius, stampft wie ein Tölpel daher, von schottischem Mehlbrei vollgestopft. Wie ein Alpenhund, groß und dick, drückt er alles in sich hinein und zerstampft alle Speise gleich wie mit Stiefeln und nicht mit Zähnen. Er kriecht watschelnd daher wie eine Schildkröte und so weiter und so weiter. Nicht zuletzt aufgrund der Autorität dieser beiden Kirchenväter hatte Pelagius die ganze Kirchengeschichte hindurch eine absolut üble Einschätzung. Das geht so weit, dass die pelagische Lehre für den berühmten Historiker Adolf von Harnack im tiefsten Grunde gottlos sei. Bis heute ertönt der Schlachtruf Pelagianismus, wenn eine theologische Position die menschliche Freiheit und Selbstbestimmung hervorhebt. So wurde Pelagius gewissermaßen zum Vertreter eines ewigen Anliegens, der da auftaucht, wo in der Geschichte Bewegungen auftreten, welche Freiheit und Emanzipation auf ihre Fahnen geschrieben haben. Mehr als einmal wird in der theologischen Literatur darauf hingewiesen, dass Pelagius und Augustinus Chiffren für einen Konflikt zwischen zwei bleibenden religiösen Haltungen sind. Ja, dass sie Vertreter zweier total verschiedener Religionen seien. Ist mit all dem aber Pelagius überhaupt getroffen? Wer war er wirklich? Erst seit einigen Jahrzehnten versucht man, jenseits der entstellenden Spiegelung durch Augustinus und Hieronymus zu blicken, um seiner authentischen Gestalt ansichtig zu werden. Wir wissen wenig über Pelagius. Vermutlich stammt er aus Irland oder Britannien, wo er um 355 geboren wurde. Um 400 tritt er in Rom als eine Art Laienmönch auf, der aber, wie er ausdrücklich sagt, den Namen Laicus, Laie, oder Christianus, Christ, lieber tragen möchte als den des Mönches. Er wirkt als Lehrer des geistlichen Lebens, vor allem in der römischen Aristokratie sowie in anderen vermögenden und einflussreichen Kreisen, die ihm lange mit Sympathie begegnen und gegen die augustinischen Machenschaften unterstützen. Er tritt in einer Zeit auf, in der in Rom die letzten Reste des Heidentums zerbrechen und ein massenhaftes Eindringen von bis dahin heidnischen Familien und Individuen in die Kirche erfolgt. Damit findet aber auch ein riesiger Laxismus in die Gemeinden Eingang. Denn bei sehr vielen ist der Grund ihrer Bekehrung nicht religiöser Art, sondern reinster Opportunismus. Man sieht, dass dem Christentum die Zukunft gehört. Darum wechselt man die Fahne. So wird verständlich, dass eine Reihe ernsthafter Christen gerade in dieser Zeit die Forderung zu entschiedenem Christsein erheben. Gegen allen Laxismus appellieren sie an die Freiheit des Menschen, die christlichen Forderungen ohne Abstrich im privaten und öffentlichen Leben zu verwirklichen. Sie wehren sich mit aller Kraft dagegen, dass aus dem ehemals konventionellen Heiden nun ein konventioneller Christ wird. Vor diesem Hintergrund, vor allem von diesem Appell an die Entschiedenheit christlicher Praxis hier, muss man Pelagius
und seinen Schüler- und Sympathisantenkreis verstehen. Noch ein zweites charakterisiert die damalige Situation in Rom, nämlich das Vordringen eines an der Askese interessierten Christentums, vor allem von Seiten der Aristokratie. Die Nachrichten von den wundersamen asketischen Leistungen der ägyptischen Wüstenmönche erreichen Rom und sie faszinieren und laden zu Ähnlichem ein. Auch in diese Richtung engagieren sich Pelagius und seine Anhänger. In beiden Hinsichten haben sie sich aber mit Kreisen auseinanderzusetzen, welche ein dezidiert christliches und erst recht asketisches Handeln nicht so ohne weiteres für möglich hielten. Denn in dieser Zeit begann man damit, Formen einer Erbsündenlehre vorzutragen, nach welcher dem Menschen grundsätzlich die Fähigkeit abginge, das Gute und Rechte zu tun. Pelagius charakterisiert diese Einstellung so wörtlich: Unendliche Erleichterung bereitet es den Sündern, wenn sie das, was sie nicht tun, nämlich das Gute, eher für grundsätzliches Unvermögen als für Böswilligkeit halten dürfen. Darum halten sie es für eine leichte oder gar keine Sünde, wenn man sich darauf berufen kann, dass das Gute unmöglich getan werden kann, weil der Mensch nun mal böse ist. Gegen diese Einstellung setzen sich die Pelagianer mit Nachdruck für die Fähigkeit des Menschen ein, jederzeit das Gute ins Werk setzen zu können und deshalb auch zu missen. Gegen den Laxismus einer nun beginnenden Volkskirche suchen sie nochmals die altchristliche Idee von der Diskontinuität des Christlichen gegenüber der nichtchristlichen Gesellschaft durchzusetzen und dabei eine durch Glaubensentschiedenheit und Askese bestimmte Elite zu formen. Nach ihnen verfügt die menschliche Natur immer über die Fähigkeit und Freiheit, die Sünde zu meiden und das Gute zu tun. Und diese Möglichkeit muss klar herausgestellt werden. Denn nur so kann jeder zu verantwortlichem Handeln herausgerufen und darin bestärkt werden. Wieso lag nun in all dem jener Konflikt begründet, der zur allerersten wirklich großen theologischen Auseinandersetzung innerhalb der Westkirche führte? In einer seiner Spätschriften sieht Augustinus den entscheidenden Anfang der Differenzen zu Pelagius in folgender Szene begründet. Er schreibt: In den Büchern meiner Bekenntnisse habe ich oftmals zu unserem Gott gesagt: Gib, was du befiehlst, dann befiehl, was du willst. Als durch einen Bruder und Mitbischof von mir diese Worte in Rom in Gegenwart des Pelagius erwähnt wurden, konnte dieser sie nicht ertragen, sondern widersprach ziemlich erregt und geriet mit dem, der sie erwähnt hatte, beinahe in Streit. Warum hat sich hier Pelagius erregt? Nun, weil für ihn ein solches Gebet "Gib, was du befiehlst" ein entschuldigendes Ausweichen vor der Verpflichtung zum christlichen Handeln ist. Denn für ihn hat Gott immer schon gegeben und gibt Gott immer. Und also kann der Mensch jederzeit in Freiheit handeln. Es liegt allein an ihm, das Gute ins Werk zu setzen. Deswegen also der Protest des Pelagius. Aber hat der Mensch tatsächlich diese Freiheit, das Rechte und Gute zu tun? Pelagius sagt ja, Augustinus nein. Was also gilt? Nun, diesem Appell des Pelagius an die christliche Freiheit lag eine bestimmte Lehre zugrunde. Diese sieht in groben Linien so aus: Die menschliche Natur und ihre Fähigkeiten, also auch ihre Freiheit, ihr Hang zum Guten, die Schwerkraft des Gewissens, all das, was mit dem Bild Gottes sein, dem Menschen vom Schöpfer gegeben ist,
diese Natur und ihr Vermögen ist für Pelagius die fundamentale Form der Gnade. Doch muss man hier sehr aufmerken. Natur ist für Pelagius nicht jener Komplex von Fähigkeiten und Möglichkeiten, über den man, wie jeder selbst verfügt und von dem jeder dann Kraft seiner eigenen autonomen Freiheit Gebrauch machen kann. Nein, Natur ist für Pelagius das, was Gott schenkt und ständig durchwirkt und mit seiner Hilfe begleitet. So heißt es bei Pelagius wörtlich. Das Können des Guten ist in keiner Weise Sache des freien Willens, sondern Sache der Natur. Und das heißt des Urhebers der Natur, nämlich Sache Gottes. Und wie sollte man das ohne Gnade verstehen, was im eigentlichen Sinn zu Gott gehört? Und weiter, das Können des Guten ist im eigentlichen Sinn Gott zu eigen, der es seinem Geschöpf übertragen hat und der diese Möglichkeit immer durch die Hilfe seiner Gnade unterstützt. Also, die in der menschlichen Natur gründende Freiheit ist für Pelagius keine indifferente Möglichkeit des Menschen, so oder so zu handeln. Das unterstellt Augustinus dem Pelagius. Nein, Natur bei Pelagius ist wesentlich von Gott gewirkte Freiheit zum Guten. Die in der Natur des Menschen gegebene Gabe der Freiheit besteht nicht darin, dass sich der Mensch nach Lust und Laune selbst bestimmt, sondern damit darin, dass wir Gottes Willen aus unserem Willen heraustun und so Gottes Güte vor der Welt zur Darstellung bringen und auf dem Weg zur Verähnlichung mit Gott voranschreiten. Wo das nicht geschieht, da begibt sich der Mensch aus der Dynamik seiner von Gott durchwirkten und von dessen Hilfe begleiteten Natur heraus. Das also ist der theologische Hintergrund, vor dem die Pelagianer den Imperativ ausgeben: Du sollst, denn du kannst. Das heißt, du besitzt als Gottesgeschöpf in deiner Natur, in deinem Wesen, die Freiheit und Fähigkeit, dich zum Guten zu bestimmen und das Evangelium zu leben. Und deshalb gilt es, diese Fähigkeit auch in die Praxis umzusetzen. Gewiss auch die Pelagianer wissen, der Mensch hat gesündigt. Und durch die Sünde sind die ursprünglichen Fähigkeiten des Menschen beeinträchtigt. Ja, so sehr, dass bei steigender Sündenmacht faktisch schließlich niemand mehr das Gute tun kann. Denn die Sünde Adams hat wie eine Epidemie. Das ist ein Wort, was sehr gut passt und woran wir ja heute eine anschauliche Möglichkeit haben. Die Sünde Adams hat wie eine Epidemie um sich gegriffen und durch ihr ansteckendes Wachstum die Menschheit immer mehr in ihren Bann gezogen und unfrei gemacht, sodass die Sünde praktisch wie eine zweite Natur wirkt und wie ein Zwang auf allen liegt. Dieses Verständnis vom Bösen ist die pelagische Alternative zur jetzt sich allmählich anbahnenden, vor allem dann durch Augustinus geprägten Erbsündenlehre. Gegen die setzt Pelagius klar und deutlich die These, es gibt keine sich jenseits der Freiheit des Menschen abspielende, also vorpersonale Vererbung der Sünde. Es ist undenkbar, dass Gott die Sünde Adams mit der Strafe der Erbsünde belegt. Denn dann wäre ja Gott selbst die Ursache weiterer Sünden, was absurd wäre. Nein, das Böse muss anders erklärt werden. So wie der Mensch ursprünglich Bild Gottes ist und in seiner Natur zum Handeln als Bild Gottes angetrieben wird, so wirkt das Bild der Sünde Adams, dem jeder Mensch überall in der Gesellschaft begegnet, auf vergleichbare Weise auf die menschliche Freiheit ein. Sie treibt zum Bösen hin
ohne allerdings zum Bösen zu determinieren. Aber durch diesen bösen Antrieb, durch diese Epidemie des Bösen, ist die ursprünglich gottgeschenkte Natur zutiefst getroffen. Sie befindet sich geradezu in einer hoffnungslosen Lage, aber sie ist nicht zerstört. Pelagius gebraucht dafür das platonische Bild vom Rost, der das Eisen beschädigt, aber nicht dessen Substanz zerstört. Und so kommt Gott dem Sünder zu Hilfe, indem er, so wörtlich Pelagius, mit der Feile den Rost abschabt. Dies geschieht einmal dadurch, dass Gott die Sünde vergibt, denn das geschehene Böse kann durch den Menschen und seine Freiheit nicht ungeschehen gemacht werden. Und das geschieht weiter dadurch, dass Gott das, was wir Heilsgeschichte nennt, ins Werk setzt und durch äußere Faktoren der beschädigten menschlichen Natur zu Hilfe kommt. Die alttestamentlichen Heilsereignisse, also zum Beispiel die Gesetzgebung des Mose und die Botschaft der Propheten, dann Christus, seine Vorbildhaftigkeit und seine Lehre, dann die Heilige Schrift, die Begegnung mit der Kirche und ihrer Predigt, sowie mit Menschen, die das Evangelium vorleben. All das ist für Pelagius Gnade. All das sind konkrete, leibhaftige Gnadenmittel, wodurch Gott die durch die Sünde gehemmte Freiheit neu belebt und zum Glauben bewegt. All das sind Stimuli, die den Menschen erfassen, prägen und deutlich machen, was er von seinem Ursprung her ist, woraufhin er geschaffen wurde und wie der Weg seines Lebens auszusehen hat, nämlich mehr und mehr einverwandelt zu werden in das Bild Christi. So führt Gott durch seine Gnade, das heißt durch heilsgeschichtliche äußere Faktoren, den Menschen erzieherisch zum endgültigen Heil. Mit dieser Idee, nämlich die Geschichte zu verstehen als einen großen Erziehungsprozess Gottes, steht Pelagius im Rahmen der großen griechischen Theologie vor ihm. Halten wir also fest, für Pelagius hat der Mensch immer die Freiheit und das Vermögen, recht zu handeln, wahrhaft Christ zu sein und es mehr und mehr zu werden. Nicht, als ob er dieses Vermögen aus eigener Autonomie besäße. Vielmehr steht der Mensch ganz auf der Linie der griechischen Väter von Urbeginn an in einem umfassenden Heils- und Erziehungsprozess. Gott treibt den Menschen nie und nimmer in die Sünde und lässt ihn nicht in der Sünde. Und darum besteht immer die Möglichkeit, frei, das heißt als Bild Gottes zu handeln. Und eben darum kann auch seine Freiheit aufs Äußerste herausgefordert werden. Deshalb lehnen die Pelagianer drei Dinge radikal ab. Erstens die Idee der Erbsünde, wie Augustinus sie vorlegt. Und sie lehnen sie als manichäisch ab, das heißt als Leugnung der menschlichen Freiheit. Zweitens lehnen sie ab die daraus resultierende Meinung, ohne Taufe seien die neugeborenen Kinder verloren, gerieten also sofort in die Hölle. Sowie drittens lehnen sie ab das Verständnis von einer Gnade Gottes, die über die Freiheit des Menschen hinweggeht. Positiv lehren sie die immer bestehende Möglichkeit des Menschen, den Weisungen Gottes zu entsprechen. Ein optimistisches Bild vom Menschen zeichnet also Pelagius. Und dieses steht im konträren Gegensatz zum, ja, würde ich sagen, pessimistischen Menschenbild Augustins. In dessen Aussagen über die abgrundtiefe Verlorenheit des Menschen und sein radikales Unvermögen sieht Pelagius nur das Wiederaufleben des Manichäismus, nämlich jener geistigen Bewegung, nach welcher es neben dem Guten ein radikal schlechtes Prinzip gibt, aufgrund dessen bestimmte Menschengruppen a priori zum Bösen getrieben werden.
Für Pelagius ist Gott gut und gerecht zugleich. Und deswegen gibt er dem Menschen immer auch die Möglichkeit und Freiheit, seine Forderungen zu erfüllen. Denn die menschliche Natur steht als Bild Gottes stets unter dem Gnadenhandeln Gottes. Das zu den groben Grundstrukturen der pelagischen Theologie. Wenn man nun nach all dem fragt, worin besteht denn nun die epochale Bedeutung des Pelagius? So ist diese vom Negativen her aufzurollen. Denn eine positive Wirkungsgeschichte hat er, dessen Schriften verboten und nur zu einem geringen Teil unter dem Namen rechtgläubiger Autoren weiter tradiert wurden, nicht gehabt. Aber indem Augustinus seine Gnadenlehre in der Polemik gegen die Pelagianer entwickelt hat, wird der irische Mönch zur negativen Folie der augustinischen Lehre. Ja, er wird zum Auslöser dafür, dass die von jetzt ab an Augustinus sich orientierende kirchliche Gnadenlehre durch eine Reihe von Engführungen, Einseitigkeiten, ja schlimmen Defiziten gekennzeichnet ist. Deshalb ist Pelagius in der verengten Gnadenlehre Augustins und damit in der abendländischen Gnadenlehre als Negativfaktor überall gegenwärtig. Für diese Verengungen der in Augustinus gründenden abendländischen Gnadenlehre sollen drei Stichworte stehen, die ich im Folgenden dann erläutern werde. Erstens das Konkurrenzverhältnis von Gnade und Freiheit. Zweitens die Partikularisierung der Gnade. Und drittens die Relativierung des Äußeren. Erstens zum Konkurrenzverhältnis von Gnade und Freiheit. Gegenüber dem positiven Menschenbild des Pelagius, für den der Mensch immer die Freiheit zum Guten besitzt und christliche Praxis deswegen immer möglich ist, steht die ganz anders charakterisierte persönliche Erfahrung Augustins. Jahrelang hatte Augustinus um das Vermögen, keusch zu leben, gerungen, bis Gott ihm plötzlich und unvermutet die Gnade schenkte, sodass er es plötzlich konnte. So hatte Augustinus ganz konkret erfahren, die Gnade ist eine besondere Kraft, auf die der Mensch unbedingt angewiesen ist, um die er beten muss, auf die er warten muss, auf das Gott sie ihm schenkt oder eben auch nicht schenkt. Wenn der Mensch auf sich selbst blickt, entdeckt er sich anders als bei Pelagius nicht in seiner Natur immer schon auf Gott hin ausgerichtet, sondern er erfährt seine radikale Unfreiheit, die Versklavung an sich selbst. Er erfährt sich innerlich in zwei widerstrebende Willensbewegungen zerrissen und damit als zutiefst gebrochen. Und darum gibt es für Pelagius keine Freiheit, die irgendwie von sich her wirksam werden könnte. Die von der Sünde völlig infizierte Natur des Menschen ist nicht mehr von Gott zum Guten durchwirkt, sondern pervertiert. Und deshalb muss Gottes gnädiges Handeln allererst in die Ohnmacht des Menschen eindringen und ihn von Grund auf neu machen. Viel schärfer als die Theologie vorher entdeckt also Augustinus die Sünde und die Verfallenheit des Menschen an das Böse. Von Haus aus steht der Mensch gerade in einer Unheilsdynamik und nicht, wie bei Pelagius, immer schon in einer Gnadendynamik. Gegen dessen optimistisches Menschenbild zeichnet Augustinus ein radikal düsteres und pessimistisches Bild außerhalb und vor der Gnade. Wegen der inneren Zerbrochenheit des Sünders kann für den Bischof von Hippo
die eigentliche Gestalt der göttlichen Gnade nicht mehr der harmonische, Schöpfung und Erlösung umgreifende, erzieherische Prozess sein, in dem der Mensch als Bild Gottes durch den Logos Gottes von Stufe zu Stufe hinaufgeführt wird. Nein, er bedarf einer inneren, unsichtbaren Kraft, die ihm in der Tiefe seines Selbst die wahre Freiheit, und das heißt für Augustinus die wahre Liebe, schenkt. Wie der Mensch als Sünder eine Schwerkraft zum Bösen hat, so muss ihm durch die Gnade allererst eine neue Schwerkraft ins Herz gegeben werden, direkt, unmittelbar, geheimnisvoll, damit er Freiheit finden und heil werden kann. Es gibt also bei Augustinus keine Freiheit angesichts der Gnade. Der Mensch kann die Gnade nicht ablehnen oder annehmen, denn als Sünder lehnt er die Gnade immer ab. Und frei zum Mitwirken mit Gott wird er erst durch die Gnade. So muss Gott allererst aus reiner Huld die wahre Freiheit ohne das Zutun unserer Freiheit bewirken. In seinen Retraktationen, einer seiner Spätschriften, bemerkt Augustinus, dass er sich lange herumgequält habe mit der Frage, was die Freiheit des Menschen auszurichten vermöchte und was die Gnade Gottes. Und das Ergebnis dieser Bemühungen ist in dem berühmten Satz zusammengefasst: Zur Lösung dieser Frage habe ich mich zwar für die Freiheit des menschlichen Willens abgemüht, gesiegt aber hat Gottes Gnade. In dieser berühmten Formulierung tritt nun ein Faktor deutlich zutage, der hinfort die westkirchliche Gnadenlehre bis in die allerjüngste Zeit hinein prägen wird. Gottes Gnade und menschliche Freiheit werden als konkurrierende Ursachen bestimmt, von denen die eine, Gnade, die andere, die menschliche Freiheit, besiegt. Das heißt aber konsequenterweise: Je größer die Gnade Gottes, umso geringer die menschliche Freiheit und umgekehrt. Die damit gegebenen unlösbaren Probleme bilden hinfort gleichsam das Schicksal der abendländischen Gnaden- und Freiheitslehre. Von hier aus führt über die Reformation als radikalisierten Augustinismus ein direkter Weg zur neuzeitlichen Alternative Gnade oder Freiheit. Bestimmt werden durch Gott oder sich selbst bestimmen. Heteronomie oder Autonomie. Denn wenn Gottes Gnade und des Menschen Freiheit als Konkurrenzverhältnis bestimmt werden, dann zeigt sich Gottes Größe gerade an der Ohnmacht des Menschen. Und dann verdunkelt derjenige Gottes Herr sein, der dem Menschen zu viel zuschreibt. Das bedeutet aber umgekehrt: Soll der Mensch groß sein, muss Gott verschwinden. Eine Folgerung, die seit Feuerbach und Nietzsche bekanntlich die neuzeitliche Religionskritik zieht. Wir sehen also, welche Konsequenzen der Streit zwischen Pelagius und Augustinus letztlich hatte. Zu einem zweiten Punkt, die Partikularität der Gnade. Wir sahen, nach Augustinus muss Gott aus reiner Huld die wahre Freiheit in uns ohne das Zutun unserer Freiheit allererst bewirken. Das bedeutet freilich nicht, dass die Gnade den menschlichen Willen zerbricht, denn nach Augustinus wird der menschliche Wille dadurch bewegt, dass er an etwas Gefallen, Freude, Ergötzen findet. Dieser Bewegungsweise des Willens gleicht Gott sich gewissermaßen an. Er senkt in seinem Gnadenhandeln den Menschen die Liebe so tief ins Herz hinein, dass der bis dahin sündige Wille nicht nur umkehrt und am Guten Freude finden kann, sondern dass er sich unweigerlich zu Gott hinkehrt und am Guten Gefallen und Freude findet.
Das heißt aber, die Gnade Gottes ist bei Augustinus unfehlbar wirkende Gnade. Gott setzt sich unweigerlich im Menschen durch. Ein Wort Augustins. Diese Gnade, die dem menschlichen Herzen durch Gottes Freigebigkeit im Verborgenen mitgeteilt wird, stößt kein Herz und wäre es noch so hart von sich. Im Gegenteil, deshalb wird sie doch mitgeteilt, dass die Herzenshärte weggenommen wird. Weil also die Gnade als wahre Liebe eingeflößt, das innere Schwergewicht des guten Willens selbst ist, gibt es keine Instanz im Menschen, die sich angesichts der befreienden Gnade erst noch entscheiden könnte. Die Gnade ist die geschehend geschehene Entscheidung Gottes selbst. Die Wahl ist immer schon getroffen. Als Kind Adams steht der Mensch notwendig unter der Sünde, als von Gott Erwählter wird er unfehlbar zur Liebe befähigt. Anders, nochmals, ist es bei Pelagius. Hier bezieht der in der Geschichte und in geschichtlichen Vermittlungen gnädig handelnde Gott immer auch die nicht erloschene Freiheit des Menschen zum Guten ein, sodass der Mensch dem erzieherischen Handeln Gottes gegenüber Ja und auch Nein sagen kann. Das beschreitet Augustinus aufs Heftigste. Wenn aber nach ihm die Gnade die absolute, radikale Initiative hat, stellt sich zwangsläufig die Frage, warum ist das Heil dann nicht universal? Von dieser Nicht-Universalität geht Augustinus aus. Aus der Massa Damnata, der schuldig gewordenen Menschheit, wählt Gott nur bestimmte, wenige aus und schenkt ihnen seine Gnade. Andere werden nicht erwählt und ihren Sünden und in damit ewiger Verlorenheit belassen. So stellt sich im Rahmen der augustinischen Gnadenlehre zum ersten Mal das Problem der Prädestination, der göttlichen Vorherbestimmung in aller Schärfe. Was also in der Wirkungsgeschichte des pelagisch-augustinischen Streits auf der Strecke blieb, war die Überzeugung von der Universalität der Gnade und des Heils. Denn die pelagische These, dass die gemeinsame, von Gott durchwirkte Natur die allen Menschen gegebene Urgnade ist und dass Gott allen, ob Juden, Heiden oder Christen, ständig zur Hilfe kommt, genau das lehnt Augustinus vehement ab. Noch ein dritter Punkt hat epochale Auswirkungen gezeitigt. Die Relativierung des Äußeren. Pelagius versteht die Geschichte mit ihren konkreten, heilsbedeutsamen Ereignissen und Situationen, vor allem die alttestamentliche Heilsgeschichte, dann das Christusereignis und dessen Bezeugung durch die Kirche als konkrete Formen des Gnadenwirkens Gottes. Gottes Gnade wird also konkret vermittelt, auch und gerade durch äußere Faktoren. All dies kann für den Bischof von Hippo nicht die eigentliche Gestalt der Gnade sein, auch wenn Gesetz, Vorbild und Lehre Jesu für Augustinus von höchster Bedeutung sind. Aber Weisung, Vorbild und Lehre bleiben für Augustinus, dem noch nicht Begnadeten, äußerlich. Das heißt, ein äußerer Anspruch, den er nicht erfüllen kann, solange ihm nicht die eigentliche Gnade, die Befreiung zu wahrer Gottes- und Nächstenliebe, tief innerlich verborgen ins Herz eingegossen ist. Ohne die durch den Heiligen Geist gewirkte Liebe im Inneren bleibt der Mensch auch angesichts von Beispiel und Lehre Jesu nur vor einem Anspruch gestellt. Du sollst, du müsstest. Ein Anspruch, der, weil die Liebe fehlt, nicht ausgeführt werden kann
und somit nur tötender Buchstabe ist. Deshalb ist für Augustinus Gnade wesentlich innere Gnade, die Liebe Gottes, der Heilige Geist. Sie ist unmittelbares Gottesgeschenk. Ihr Erfahrungsort ist das menschliche Herz, inneres Erkennen und Lieben. Damit aber wird in letzter Konsequenz das Gnadenwirken Gottes von der Geschichte, Gnade von der Welt, das entscheidend Innere vom ja gleichgültig Äußeren getrennt, obwohl bei Augustinus sich diese Folgen erst anbahnen. Wie geht es nun in der geschichtlichen Weiterentwicklung weiter und wie ist der Streit zwischen Pelagius und Augustinus genauer zu bestimmen? Wir haben, glaube ich, gesehen, Pelagius und Augustinus stehen hinsichtlich ihrer religiösen Erfahrung, wie dann auch ihrer theologischen Auslegung, einander diametral gegenüber. Doch vermutlich hätte die Theologie des Pelagius nie so großes Aufsehen erregt, wäre er nicht auf seiner Flucht vor Alarich um 410 nach Nordafrika, also in den Dunstkreis Augustins, und später nach Palästina in das Revier des Hieronymus geflohen. Der Bischof von Hippo war damit alarmiert und schaltete sich zunächst literarisch und dann auch kirchenpolitisch ein. 415 kam es auf dem Regionalkonzil von Diospolis zur Anklage gegen Pelagius wegen angeblicher Leugnung von Gnade und Erbsünde. Dieser verteidigte sich aber so überzeugend, dass er freigesprochen wurde. Dagegen verurteilten ihn zwei nordafrikanische Synoden unter der Führung Augustins. Papst Innozenz I. stimmte diesen zu, wohl nicht zuletzt und damit die günstige Gelegenheit zur Geltendmachung päpstlicher Macht zu ergreifen. Aber schon der folgende Papst Zosimus rehabilitierte Pelagius wieder. Erst auf Insistenz des Regionalkonzils von Karthago 418 und auf Druck des Kaisers Honorius, der dazu durch augustinische Intrigen, vor allem durch Bestechung des kaiserlichen Hofes in Ravenna mit einer Anzahl von Rennpferden angestiftet wurde, lenkte Zosimus ein. Er stimmte dem Konzil von Karthago zu und exkommunizierte Pelagius, der daraufhin wohl nach Ägypten ging und dort vor 431 verstarb. Wie ist die Verurteilung des Pelagius einzuschätzen? Hat der evangelische Dogmenhistoriker Bauch recht, wenn er schreibt, es gibt keinen Heretiker, welchem weniger als ihm, Pelagius, eine Abweichung von dem bisher geltenden zum Vorwurf gemacht werden könnte. Ich glaube, diese Aussage trifft im Wesentlichen zu. Bei diesem Urteil ist jedoch ein Zweifaches zu beachten. Erstens, damals erweckten einige Schüler des Pelagius mindestens den Eindruck, der Mensch könne sein Heil von sich her finden, sodass man deswegen auch Pelagius selbst nicht glaubte, wenn dieser von einer zuvorkommenden Begnadung des Menschen sprach. Auf diesen verschiedenen Synoden wurden immer Aussagen von Pelagius Schülern vorgetragen und Pelagius selbst hat sich von diesen zum größten Teil distanziert. Das also ist zu bedenken. Die Person des Pelagius und die Pelagius-Schüler und damit den folgenden Pelagianismus. Ein zweiten
ist zu bedenken. In der Westkirche hatten sich die philosophischen und soziologischen, soziokulturellen Voraussetzungen für das Verständnis des Gnadenwirkens Gottes gewandelt. Wenn man das bedingt, dann kann man sagen, die Verurteilung des Pelagius geschah zu Unrecht, weil dieser von seinen Voraussetzungen her im besten Glauben das Heilswirken Gottes zum Ausdruck bringen wollte und dabei meinte, die große kirchliche, nämlich griechische Tradition auf seiner Seite zu haben und deshalb Augustinus für den eigentlichen Neurer hielt. Pelagius bot in der Tat dem seiner Freiheit und seiner Subjektivität in höherem Maße ansichtig gewordenen Menschen zum Verstehen der Gnade nach wie vor das alte kosmologische Erziehungsdenken, Erziehungsschema an, das vom Wirken des göttlichen Logos und der Einbeziehung der Freiheit des Menschen sprach und von der inneren Gefügtheit und göttlichen Bestimmtheit sowohl des ganzen Kosmos wie auch der menschlichen Natur. Dieses Schema war aber nur so lange tragfähig, als die Freiheit des Menschen noch einmal als von dieser göttlichen, universalen Pädagogie umgriffen und ermöglicht verstanden wurde. Indem Pelagius dieses Verstehen anbietet, ist er im Grunde nicht nur der Konservative, sondern auch der zu spät kommende. Und dem neuen Lebensgefühl des aus den kosmologischen Bindungen sich emanzipierenden Subjekts im Wesentlichen nur eine alte Antwort gab. In gewisser Weise war also ein Augustinus der Neuerer. Zwar konnte er an Theologen vor ihm anknüpfen und sich vor allem auf paulinische Aussagen berufen. Ja, die augustinische Gnadenlehre und die ihr korrespondierende Erbsündenlehre ist sozusagen eine kongeniale Aktualisierung paulinischer Aussagen, entsprungen einer ähnlichen persönlichen Erfahrung. Beide, Paulus und Augustinus, haben in ihrem Leben die Gnade Gottes erfahren als ein ganz plötzliches, ihre Freiheit überwältigendes Geschehen, das sie in ihrem Innern traf und radikal umwandelt. Doch Paulus ist nicht das ganze Neue Testament. Und betrachtet man die östliche Theologie vor Augustinus, so gab es ganz andere Ideen als die von ihm vorgelegten. Augustins Gnadenlehre war so gesehen theologisch neu. Sie war eine neue Antwort des Glaubens, die von einer neuen geschichtlichen Situation gefordert war. Angesichts der zerbrechenden antiken Welt war die Idee einer Erziehung des Menschengeschlechts durch das Wirken des Logos Gottes keine tragfähige Auslegung des christlichen Glaubens mehr. So bricht Augustinus endgültig mit diesem kosmologisch-heilsgeschichtlichen Erziehungsdenken der griechischen Natur, der griechischen Kultur. Die Welt war alt geworden. Das Ende stand vor der Tür. Jugend und neue Heimat waren nur zu gewinnen, indem der sich selbst fraglich gewordene Mensch sich radikal, ganz neu einer Gnade anheimstellte, welcher ihm in seinem Inneren Sicherheit, Geborgenheit und Hoffnung gab. Versuchte Pelagius noch einmal durch einen äußersten Appell an die immer schon Begnadete, weil in einem universalen Gnadengefüge stehende Freiheit, der aus der Fugen geratenen Welt Halt zu geben und ein Kirchenbild vorzustellen, das dem hohen urchristlichen Ideal einer erfahrbar heiligen Kirche noch einmal nahe kommen sollte,
schlägt Augustinus einen anderen Weg ein. Den Weg der absolut wirksamen Gnade im einzelnen Menschen. In seiner inneren Erfahrung, als Einzelner vor Gott gestellt, wird der Mensch nicht nur seiner abgrundtiefen Verlorenheit ansichtig, sondern er erfährt zugleich die Effizienz einer souveränen Gnade, welche ihm wahre Freiheit verleiht und ihn in die Kirche einweist, in welcher diese Gnade für die Prädestinierten wirksam ist. Leuchtet im pelagianischen Menschen noch einmal das Kraftvolle und Ungebrochene der antiken Religiosität auf, so entdeckt Augustinus gewissermaßen die Subjektivität des seiner selbst sich ganz neu entdeckenden Menschen, der reine Rezeptivität und radikale Angewiesenheit auf Gott ist. Meine Damen und Herren, wir stehen also vor zwei sehr unterschiedlichen Menschenbildern, die in unterschiedlichen Erfahrungen gründen. Mir scheint, Aufgabe gegenwärtiger und künftiger Gnadentheologie wird es sein, gewissermaßen ja, einen Weg zwischen Pelagius und Augustinus zu suchen. Jedenfalls reicht die Einordnung von Pelagius als Heretiker und Augustinus als dem Rechtgläubigen gewiss nicht aus. Das zu zeigen, war mein erstes und wichtigstes Anliegen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank für Ihren beeindruckenden Vortrag, in dem Sie ein Grundthema der christlichen Theologie dargestellt haben. Nicht nur der Theologie, sondern ein Thema, das, glaube ich, jeden von uns irgendwie angeht, weil indem man die Frage nach der Spannung zwischen Freiheit und Gnade beantwortet, hat das eine gewaltige Auswirkung darauf, wie ich mein Leben lebe und gestalte. Was tue ich? Was kann Gott in meinem Leben tun? Wo befinde ich mich in der Gnade? Ob es überhaupt solche Kategorien gibt? Ich sehe im Chat die erste Meldung. Fantastisch, vielen Dank. Ich würde, liebe Damen und Herren, jetzt Ihnen die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. In der gewöhnlichen Weise, wie Sie können mitten unter dem Bild von Professor Gresshacker oder jetzt von mir die Chat-Option wählen und dort Ihre Fragen zu schreiben. Ich werde Ihnen dann laut vortragen und dann, so können wir ins Gespräch kommen. Die erste Frage, Herr Professor Gresshacker, von Herrn Berger. Papst Franziskus spricht manchmal von Neognosis und Neopelagianismus. Was sollte das heißen, der Neopelagianismus heute? Ja, das ist mir auch natürlich aufgefallen. Papst Franziskus übernimmt hier die traditionelle Nomenklatur, wonach Pelagianer sind die Leute, die auf ihre eigene Fähigkeit, ihr eigenes Vermögen, ihre eigene Autonomie und Freiheit vertrauen. Während umgekehrt dann die Gnosis, das genaue Gegenteil sind, die Leute, die völlig von den übernatürlichen gnostischen Mächten abhängig sind. Ich selbst habe versucht, bei meinen Forschungen über Pelagius eine neue Terminologie einzuführen, die auch viele übernommen haben. Ich unterscheide zwischen pelagisch und pelagianisch. Unter pelagisch verstehe ich die ganz persönliche theologische Auffassung des Pelagius, wie er sie vertreten hat. Unter pelagianisch verstehe ich dagegen die Meinung seiner Schüler vor allem, aber auch wie sie in die Geschichte der Kirche eingegangen ist. Das sind die Leute, die die Autonomie und Freiheit betonen, die die Gnade als besonderes Geschenk Gottes leugnen und so weiter. Und so hat auch Papst Franziskus das Wort pelagianisch gebraucht. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Darf ich mich kurz zu Wort melden? Gerne. Ja, zuerst möchte ich Ihnen, Herr Professor, herzlich danken für den
großartigen Vortrag, der mich persönlich auch, also menschlich und theologisch sehr froh macht. Meine Frage ist eine Verständnisfrage. Sie haben von Theologen gesprochen, die Pelagius, also von rechtgläubigen Theologen, die ihn rezipiert und tradiert hätten. Gab es da tatsächlich also welche, die das nicht im Modus der Ablehnung getan haben, sondern eben der positiven Rezeption? Oder war das ein Missverständnis meinerseits? Na, es ist Folgendes. Im Alter, nun auch im Mittelalter war es so, wenn jemand zum Heretiker erklärt wurde, waren damit sofort seine Schriften beschlagnahmt, wurden verbrannt, wurden unterdrückt, dass wir überhaupt noch ein kleines Schriftmaterial von Pelagius haben, verdankt sich der Tatsache, dass man bestimmte Schriften von ihm einfach unter einem anderen Namen kopiert hat. Vor allem interessanterweise unter dem Namen des Hieronymus. Also alles, was wir haben, vor allem den berühmten Brief an Demetras und so weiter, ist nur tradiert worden unter Hieronymus. Es gibt ja noch ein paar andere Namen, die auftauchen. Aber ich selbst habe ja ganz neu ediert jetzt eine Schrift von Pelagius, eben diesen Brief an Demetrias, und habe dafür 14 uralte Handschriften geprüft. Handschriften, die älteste war 7. Jahrhundert. Bis zum 13., 14. Jahrhundert habe ich die Handschriften überprüft. Das haben alles Mönche abgeschrieben, immer mit der Überschrift Brief an Demetrios von Hieronymus. Anders wäre es gar nicht gegangen. Ob die, also ich bin überzeugt, die Mönche, die das kopiert haben, waren überzeugt, das ist Hieronymus. Manchmal haben sie das dann auch hochinteressant, gab es ein paar Formulierungen von Pelagius, die einem oder anderen Kopisten ein bisschen schräg vorkamen oder ein bisschen übertrieben. Dann haben die korrigiert. Und das ist hochinteressant zu sehen, wo hat man korrigiert, wo hat man nicht korrigiert. Vielen Dank. Eine Frage von Herrn Mayer. Sieht die Kirche die menschliche Freiheit immer noch so, wie Augustinus sie gesehen hat? Nein, ich glaube, dass sich gerade in den letzten Generationen ein ganz anderes Paradigma, sag ich mal, eingespielt hat. Ich kann es vielleicht am allerdeutlichsten machen an einem konkreten Beispiel, nicht am Beispiel der Säuglingstaufe, der Kindertaufe. Als ich Kaplan wurde, das war Anfang der 60er Jahre, war noch völlig klar, wenn ein Kind geboren wurde, muss das in den nächsten Tagen getauft werden, denn man konnte ja nicht wissen, ungetauft, was dann passierte. Es gab noch Leute, die augustinische Lehre vertraten, die kommen in die Hölle, weil sie nicht getauft sind. Mittlerweile hatte sich in der Theologie eine Erfindung durchgesetzt, wonach die ungetauften Kinder nicht in den Himmel, ohne Taufe kommt man nicht in den Himmel, diese Überzeugung hatte man von Augustinus übernommen, aber Hölle, das schien dann doch zu hart zu sein, und man erfand dann diese merkwürdige Lehre, dass diese ungetauften Kinder an einen natürlich glücklichen Ort gelangen. Diese Lehre wurde von vielen vertreten, obwohl sie null Halt in der Heiligen Schrift hatte. Es ist eine reine theologische Erfindung, um der augustinischen Konsequenz Hölle zu entgehen. Und interessanterweise hat ihr erst Papst Benedikt XVI. Diese Lehre endgültig abgelehnt. Und mittlerweile hat sich ja auch die Taufpraxis völlig anders eingestellt. Es gibt ja viele Eltern, die warten mal ein halbes Jahr oder ein Jahr. Jetzt bei der Corona-Krise hat man gesagt, na, wir wollen doch die ganze Familie einladen. Jetzt warten wir ruhig auch mal 2 Jahre bis zur Taufe. Das ist eine praktische Abkehr von der augustinischen Lehre, die sich in den letzten 2 Jahrzehnten tatsächlich durchgeführt hat. Genauso wie die Universalität des Heils. Heute können Sie als Theologen oder ich würde sagen, die meisten Theologen, die ich kenne, vertreten die Universalität des Heils. Aber in meinem Studium noch wurde sowas
man hielt sich die Hand vor den Mund, wenn man so etwas verbreitete. Da sieht man, was gerade in den letzten zwei Generationen sich an Anti-Augustinismus in der Kirche vollzogen hat und, wenn man so will, eine Näherung an Pelagius, an den echten Pelagius, nicht ans Pelagianische, sondern ans Pelagische. Vielen Dank. Da war eine kurze Nachfrage, ob es um den Limbus Pororum geht. Ja, das war ja, ja. gemeint. Ja. Jetzt zwei Fragen, zwei unterschiedliche Fragen. Ich fange mit der zweiten Frage an, weil es noch um Augustinus geht. Da ist eine kurze Frage, ob der Satz, das Böse hat keine eigene Macht, daher braucht man es nicht bekämpfen, sondern nur dem Guten zuwenden, ob das von Augustinus kommt. Und die zweite Frage, eine ganz andere Geschichte. Wie würden Sie das Motiv der Metexis, der Teilhabe, bei den Kirchenvätern, insbesondere bei Origenes, in diesen pelagianischen gnadentheologischen Streit einordnen? Ja, also zum Ersten, das Augustinus-Zitat ist mir nicht bekannt, obwohl ich glaube, ich doch Augustinus ganz gut kenne, aber ich will nicht ausschließen, dass in irgendwelchen Briefen doch steht, aber ich kenne es nicht. Ich halte es auch eher nicht, also von der Grundstimmung nicht für augustinisch. Zum Zweiten, das war noch geschwind, Strichwort war? Die Teilhabe. Metexis, ja. Mhm. Ja. Also das ist durchaus eine Idee, die bei Pelagius vorkommt. Zwar nicht primärer Stelle, aber im Grunde die Gesamtstruktur der pelagischen Theologie kommt von daher. Die Natur des Menschen ist völlig anders, als Augustinus sie konzipiert. Es ist diese Natur, die gründet in im Bild Gottessein des Menschen. Und Gott führt diese Natur, die ein anfängliches Teilhabe an der göttlichen Natur ist, durch seinen Erziehungsprozess weiter. Und dieser Erziehungsprozess Gottes ist vielfältig. Er greift auch äußere Faktoren ein, aber auch innere Faktoren. Auch Origenes kennt sehr viele innere Faktoren, also Heilige Geist und so weiter und so fort. Während bei Pelagius tatsächlich die äußeren Faktoren im Vordergrund stehen. Und das hängt mit seiner starken asketischen Grundstimmung zusammen. Also diese äußeren Faktoren, also man nennt einfach das Vorbildlichsein bestimmter Menschen, die Vorbildlichkeit Christi, das spielt in der asketischen Belehrung eine vorrangige Rolle. Deswegen auch bei Pelagius spielen diese äußeren Gnadenmittel eine vorrangige Rolle. Vielen Dank. Jetzt eine sehr spannende Frage. Wie sehen die protestantischen Kirchen die augustinische Lehre heute? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich wage gar nicht, darauf eine Antwort zu geben, die protestantischen Kirchen, weil das auch ungeheuer unterschiedlich ist. Also man wird sicher sagen müssen, dass Luther, um es mal hier bei ihm einzusetzen, ist ein auf die Spitze getriebener Augustinismus. Und Luther selbst sagt ja, Augustinus habe ich nicht gelesen, Augustinus habe ich verschlungen. Ich würde wirklich sagen, Luthers Theologie ist auf die Spitze getriebener Augustinismus. Und gerade die lutherische Lehre, wie sie im unfreien Willen, also in dieser anti-erasmischen Schrift vom unfreien Willen zum Ausdruck kommt, das ist wirklich anti-pelagisch, wie es nicht mehr geht. Und interessant war auch, in der Zeit der Reformation wurden die Katholiken, ein anderes Wort für die Katholiken, also die katholisch blieben, waren die Pelagianer. Das sind die Werkgerechten, die ihre Freiheit einsetzen und so weiter. Gut, mittlerweile hat sich da auch manches geändert, auch in der evangelischen Lehre. Angesichts dessen wird man sagen, bei authentischen Lutheranern, auch in der evangelischen Lehre gibt es ja sehr, sehr viele Strömungen, bei den wirklich sehr authentischen Lutheranern ist sehr viel von der lutherischen Gnadenlehre geblieben. Wie weit sie dem noch zustimmen, dass man ohne Taufe man
nicht die ewige Seligkeit erlangen kann, das wage ich zu bezweifeln. Zumal Luther ja eine Lehre erfunden hatte, nicht die Lehre vom Limbus, sondern die Lehre vom stellvertretenden Glauben der Paten. Also Luther sagte, wenn die Paten bei dem Taufritus ihren Glauben bekennen, so wird das von Gott akzeptiert als stellvertretender Glaube des Täuflings. Nämlich ohne Glauben kann es keine Taufe geben und der stellvertretende Glaube der Paten reicht dafür aus. Also ich wage keine definitive Antwort auf Ihre Frage zu geben, außer dass vor allen Dingen in streng lutherisch ausgerichteten Denominationen die augustinische Lehre schon noch sehr im Vordergrund steht. Noch ganz kurz zu Augustinus. Augustinus wehrte sich gegen die Verlotterung des Glaubens. Hat er mit der Begründung der Erbsündenlehre nicht auch wesentlich dazu beigetragen, zu dem Kontrast zwischen der Erwachsenentaufe und der Säuglingstaufe, der Kindertaufe? Ja, Augustinus hat ja ein ganz merkwürdiges Argument für seine Erbsündenlehre gehabt. Ich frage mich mal, ob er sich selbst nicht gemerkt hat, was er da, welches Argument er da einsetzt. Er hat nämlich gesagt, folgendes gesagt: Die Säuglingstaufe, die Kindertaufe, die damals zu Augustins Zeiten schon üblich war, wobei es auch viele Erwachsenentaufen gab, aber es war üblich, dass katholische Familien ihre Babys taufen ließen. Da schreibt Augustinus, diese Kinder, die Babytaufe, wird mit den gleichen Worten gespendet wie die Erwachsenentaufe. Und diese gleichen Worte, da lauten es zur Vergebung der Sünden. Dann sagt Augustinus, Kinder können aber noch keine persönlichen Sünden begangen haben, wenn sie gleichwohl getauft werden zur Vergebung der Sünden. Muss also eine ihnen überkommene Sünde eben die Erbsünde in ihnen sein. Was ich mich frage ist, hat denn der Augustinus gar nicht gemerkt, er zitiert, die Kindertaufe wird gespendet zur Vergebung der Sünden in remissionem peccatorum, plural. Aber die Erbsünde ist auch nach Augustinus ein peccatum, also eine Einzelsünde. Also Augustinus widerspricht sich hier eigentlich, ob er es gemerkt hat, weiß ich nicht. Also jedenfalls, durch die augustinische Erbsündenlehre wird ab nun die Kindertaufe zur gängigen Taufpraxis der Kirche, die so weit geht, also was ich jetzt sage, wird sie alle entsetzen, so wie es mich entsetzt hat. Ich habe Tauflehre an der Gregoriana in Rom 1958 gehört. Und da wurde noch Folgendes vertreten. Wenn zu erwarten ist, dass ein Kind nicht ohne Beeinträchtigung geboren wird, also zur Welt kommt, dann kann es unter Umständen nötig sein, und jetzt kommt's, dieses Kind, was noch nicht geboren ist, im Mutterschoß mit der Klistrierspritze zu taufen. Wir waren damals so entsetzt, ich bin persönlich zum Professor gegangen und habe gesagt, das ist doch unmöglich, das ist doch entsetzlich, das kann doch nicht sein, das ist doch, also ich habe mich wirklich empört. Der Professor hat nur gesagt, est praxis ecclesiae, das ist die Praxis der Kirche, 1958. Da sehen Sie also, nicht mal eine gescheite liturgische Taufe war ein Argument dafür. Es muss getauft werden, damit das Heil gewahrt wird. Aber da sieht man auch den riesigen Schritt, den die Kirche in den letzten zwei Generationen getan hat. Ja, ich sehe keine weiteren Fragen im Chat.
dann glaube ich, können wir die Einheit so beschließen. Vielen herzlichen Dank, gerne. Dass Sie nach Wien gekommen sind. Vielen Dank für den Vortrag, dass Sie sich noch die Zeit für die Fragen genommen haben. Sehr geehrte Damen und Herren, auch Ihnen vielen Dank für Ihre Teilnahme, für die Fragen an die Teilnehmer des Spezialkurses, für Ihre Geduld. Das waren doch jetzt, glaube ich, 8 Einheiten, die wir miteinander verbracht haben. Ich habe noch eine letzte organisatorische Bemerkung, falls jemand von Ihnen eine Teilnahmebestätigung sich wünscht, haben möchte, bräuchte, bitte wenden Sie sich an Frau Fischer. Wir machen jetzt aufgrund der Pandemie und aufgrund dessen, dass wir uns einfach nicht vor Ort sehen, wir stellen die Bestätigung nicht automatisch aus, sondern erst, wenn Sie danach fragen oder wenn Sie tatsächlich eine Bestätigung brauchen, schreiben Sie einfach ganz kurz Frau Fischer, dass Sie eine solche brauchen, dann werden wir die Ihnen per Post zuschicken. Lieber Professor Gressacker, da kommt noch im Chat sehr viel Lob. Vielen Dank für die vielen verständlichen, unkomplizierten Erklärungen. Großartig, vielen Dank. Die Liste setzt sich fort, aber ich glaube, in der Gruppe sind wir alle derselben Meinung. Vielen Dank dafür und er hat es noch. Okay, dann verabschiede mich von Ihnen, wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen.